Nochmal, wenn man das Gebet anfängt, dann hebt man die Hände. Sagt man, das ist für Männer und für Frauen gleich. Allahu Akbar. Und du tust, entweder tust du so oder nimmst du so deine Hände. Und dann sagst du direkt, Subhanak Allahumma wa bihamdik. Das ist ein eröffnendes Bittgebet. Es gibt andere, zum Beispiel, Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi kathira. Und es gibt auch andere, sage ich jetzt, Bittgebete, die du am Anfang sagst. Passt auf, das, was einige Leute machen, dass sie, wenn sie sagen, Allahu Akbar, dann fangen sie an und sagen, Nawaitu an usalli, oder davor, Nawaitu an usalli. Das ist falsch. Dass man die Niyya ausspricht, ist falsch. Es gibt weder Beweis noch Beleg, dass man sowas sagt, sondern das ist im Herzen. Deshalb, Allahu Akbar. Eröffnen des Bittgebet, unter anderem dieser Subhanakallah bihamdik, Tabarak esmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk, a'udhu billahi sami'a alim min shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim, al-Fatiha dann, alhamdulillahi rabbil alamin. Jetzt nach al-Fatiha muss man eine Sura vom Koran lesen, muss man nicht, man kann. Es ist empfohlen und keine Pflicht. Und dann liest du etwas vom Koran und dann Allahu Akbar machst du Ruku'a. Wallahu ta'ala ala wa'ala.